Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und ich bin aktuell bei C und musste zuletzt Casino Kid spielen und Casino Kid 2 spielen und das war so gar nichts meins und als Belohnung habe ich mir gedacht, muss jetzt noch ein Spiel nachgeschoben werden, gleich direkt und das ist Castellian, ich hoffe, es spricht man so aus. Das Cover schaut ganz ansprechend aus. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, habe es noch nie gezockt. Und mir sagt der Titel auch zu meiner Schande gar nichts. Copyright ist 1981, sehe ich. Ist also so mittlere Ära vom NES. Mal schauen, was so da auf mich zukommt. Aha. Das Spielprinzip kenne ich doch. Da gab es doch erst letztens eins, so eins für die Switch. Und wahrscheinlich auch x andere an Konsolen. Aha, ich kann mit A schon schießen. Ich kann mich umdrehen. Ducken bringt nichts. Aha, das Ding bringt mich um. Gut, na, ich muss das erstmal kurz abchecken, wie das hier funktioniert. Erst ihm wird zuerst mal die Steuerung checken versuchen. Okay. Start ist nix. Select. Ah, da ist auch, da darf ich nicht, da fliege ich runter, okay. Gut. So, jetzt warte ich mal, bis das komische Tipps hier wieder zu mir rüberfliegt. Ja, wieso darf ich da nicht draufsteigen? Woher soll ich das wissen? Und was soll ich dagegen tun? Gut, ich gehe mal eins vorwärts, schau auf die andere Richtung und schießt ihn da ab. Warum kann ich nicht abschießen? Was für ein Geier. Hallo? Was soll der Mist hier? Jetzt renne ich mal volle Kanne drüber, was passiert dann? Geht auch nicht. Ja, da kommt, das ist der Kopf, was sich schon manchmal ein bisschen doof vor. Also wenn man das Spiel nicht kennt und dann so gleich am Anfang ansteht. Was bringt mir das, dieses Rauchwolke da? Warum ist er jetzt gehüpft? Hä? Ich kann nur hüpfen während dem Laufen, oder was? Okay, nochmal. Ja, aber wie kann ich erkennen, wo ich draufsteigen darf und wo nicht? Muss ich das auswendig lernen, oder was? Ist das euer Ernst? Was soll das? Muss ich in eine andere Richtung vielleicht und darauf hüpfen? Okay, scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere es trotzdem nochmal. Nicht, dass nur, vielleicht hat nur das Timing nicht gestimmt. Ja, das geht nicht darauf, okay. Ich darf da nicht hüpfen, okay. Dann hüpfe ich erst, wenn ich auf dem Eingang bin. Was kann es nicht sein, dass man das so auswendig lernen muss? Und dann geht das weg. Was zum Geier muss ich da machen? Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das habe ich mich einfach mit diesem Drecks-Xbox-Controller verdrückt. Sorry fürs Fluchen, aber lässt sich manchmal nicht verhindern. So, der schauen doch alle komplett ident aus. Ich erkenne keinen Unterschied. Ah, ich check's. Ich muss reingehen in dieses Loch vielleicht. Das versuche ich gleich mal. Muss ich in dieses Loch reingehen? Ah. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass ich das Ding da nicht abschießen. Das heißt, ich kann mich da wieder verschüssen. Warten, bis das weg ist. Geht er wieder rein.
So, brauche ich jetzt das richtige Timing. Und. Aha. Das haben wir es mal gecheckt, das ist ganz gut. Nur warum man da am Anfang da runterfliegen muss, das ist doch eher doof, schon eher doof gemacht. Was ist das? Wie komme ich da jetzt? Na, so nicht. Aber interessant, dass das überhaupt geht. Aber ist schon vom Schulprinzip ganz geil gemacht eigentlich. Aber irgendwie funktioniert sie. Kommt mir kommt vor, als würde es nicht richtig funktionieren, dieses Game. Finde auch den 3D-Effekt und so. Das ist echt eine coole Idee, das so umzusetzen. Mich total begeistert davon. Ah, okay. So geht das. Na, falsche Richtung. So. Ball kommt drauf. Ich gehe rüber. Ich komme drauf. So. Warum werde ich automatisch nach rechts geworfen? Das verstehe ich jetzt nicht. Es zieht automatisch nach rechts. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Oh nein, jetzt war ich schon so weit oben. Ja, ist schon ein cooler Ansatz. Das Spiel hat schon einen coolen Ansatz. Okay, da muss ich wieder flüchten vor dem hier. Ja, dieses blaue Ding, das ist jetzt super. Das ist ja mies. Das ist ja echt ein Fehler im Game. Das ist natürlich schade, wenn solche Sachen drin sind. Das haut einen Spaß komplett zusammen. So wie das, wenn man am Anfang falsch, also weitergeht, nicht drauf drückt, einfach in der Versenkung landet, ohne irgendeinen Hinweis. So, da, weg da. Mein Speedrun gleich. So, rauf da. Okay. Nichts mit Speedrun. Ah, mit volle Kanne schnell ist eigentlich ganz gut gegangen. Da rein. So. Ah, das war zu schnell. Okay, doch ein bisschen mitdenken, nicht nur laufen. Gut. Rauf mit dir. So. Zeig es unten. Ja, die Kollisionsabfrage, ja. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es das programmiertechnisch echt eine Herausforderung war am NES, das Game. Und es läuft doch super flüssig, es flackert nichts. Das sind eigentlich nur ein paar Game Design Entscheidungen, die echt fragwürdig sind. Aber, nein. Machen wir. Okay, da ist diese. Warum? Da haut es mich automatisch runter. So, jetzt muss ich rauf. Bestens holt mich das Zeug da unten ein. So, da rüber. Wo kommen wir jetzt hin? Das habe ich zerstört. Katapultiere mich da rauf. Darüber. Da darf ich. Aha, und jetzt? Was für. Ah, jetzt hat mich das Zeug gekillt ein bisschen. Finde ich natürlich nicht so nice. Rein damit hier. Ah, da kommt das Gumpert schon wieder. Ja, natürlich diese Instant Kill. Auf der anderen Seite ist das Ding auch. Das ist echt ein. Das muss einem doch als Programmierer auffallen, dass das. Oder als Spielentwickler auffallen, dass das eine blöde Idee ist. Und jetzt bin ich rechtzeitig reingegangen und es war. Schade, es wäre ein cooles Spiel, wenn da nicht diese meiner Meinung nach Fehler drin wären.
Ja, das killt mich wieder extra. Also vor dem Ding weglaufen ist eigentlich fast sinnlos. Als ob das Spiel nicht schon schwer genug wäre. Das hätten sie sich echt sparen können. Ich bin zwar schon bei 10 Minuten, aber eins zocke ich noch. Ich find's cool. Trotz der Probleme dieses Spiels, finde ich es irgendwie cool. Jetzt kann ich dann natürlich da links auch. Wir versuchen dann nach links zu fahren. Was ist da? Was ist das? Ah nein, ich dachte, das kann ich dann vielleicht einsammeln, wenn ich in so ein Blinke-Ding reingehe. Hätte ja sein können. Wo wir gerade dabei sind, Collectibles gibt es da irgendwie überhaupt keine, oder? Das ist so wie Game Design damals war halt echt so minimalistisch. Wird sich heutzutage keiner mehr trauen. Ah, ich hab doch eh gestampft. Gekommen. Ich hätte schon gedacht, ich kann diese erste Stage schaffen. Wenn es dann überhaupt eine erste Stage gibt. So. Letzter Versuch. Jetzt kommt schon wieder dieses Klumpert. Ich kann den einfach nicht ausweichen. Das zählt nicht. Noch ein Versuch. Wer hat nicht gezählt? Einer geht noch. Einer geht noch. So. Ja, ich stehe auf diese alten NES-Games und ich stehe absolut drauf, diese alten Games zu entdecken. Solange es nicht Casino oder Baseballspiele sind. Also von denen habe ich mittlerweile echt genug. Casino und Baseball haben wir geschenkt. Jetzt habe ich doch eh gedrückt. Eins geht noch, eins geht noch. Wirklich noch, das Letzte. Eins geht noch. Muss mal nachschauen. Oder vielleicht, wenn es wer von euch weiß, könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben. Da gibt es so einen Klon davon auf der Switch. Und wahrscheinlich auch für andere Konsolen, das weiß ich nicht. Und ich würde gerne wissen, wie der heißt. Ah. So, jetzt mache ich es aber richtig. Das hat nicht gegolten, weil es wieder der gleiche Fehler war. Also, einer geht noch. Einer geht noch. Ich weiß schon, wie die Folge heißen. Wenn ich Folgennamen vergeben würde, würde ich sagen, einer geht noch, heißt es. Man kann dem einfach nicht ausweichen. Ich würde das Spiel wirklich gerne mögen, aber es lässt mich einfach nicht. Wie kann ich diesem blauen Zeug ausweichen? Außer schnell vorankommen. So, darüber. Darüber. So, das da zerstört. Ah ja, schlechtes Timing gehabt, okay. War eindeutig mein Fehler, sehe ich ein. Okay, das war einfach die falsche Richtung. Ich blödel. So, rauf da. Weiter geht's. Rüber wieder. Finde ich auch lässig, dass man wieder runterfallen kann. Also ich würde echt gern hier einen Blick in den Programmcode werfen, wie das geprogrammiert worden ist. Mit den Mitteln von damals. Das würde ich echt gern sehen. Okay. Bin ich noch geflüchtet? Man fasst es nicht. Jetzt rauf, 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 du kleiner grüner Drache, du schaffst das. Komm schon, rein da mit dir. So, darüber. Rauf mit dir. So. Was soll ich da machen, wenn ich an der Stelle bin? Verstehe ich nicht. Verstehe es echt nicht. So. Timeout. Okay. Timeout heißt, es ist auch für mich zu Ende. Okay.
ist ein cooler Ansatz, aber das Spiel hat leider einfach zu viele Macken, um es wirklich genießen zu können. Schade eigentlich, schade. Aber dennoch, zockt es mal an, ist absolut mal eine Anzock-Empfehlung, weil ist interessant gemacht. Hätte mega Potenzial. Gut, sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe. Da ist jede Menge cooles Zeug dabei. Unten abonnieren. Ich bringe jeden Tag ein neues NES-Game, das ihr mit mir kennenlernen könnt. Und ansonsten, wenn ihr Spaß habt, gebt mir einen Daumen hoch. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ciao, ciao.